Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Detective D and the Silk Rose Murders. Genau, ein Spiel entwickelt von Nupixo Games und gepublished von Whisper Games im Mai 2019. Und das Spiel kam tatsächlich von euch. Auf Discord wurde mir vorgeschlagen, dass ich es doch mal spielen sollte. Es spielt im antiken China und ist ein Point-and-Click-Adventure. Ja, und ich bin super gespannt. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Auf geht's! Okay, ein Disclaimer. Es ist eine Fiktion und ihr wisst schon, Ähnlichkeit zu irgendwelchen Charakteren rein zufällig. Der Prolog. Diplomatic Means. Peng Lai, Tang-Dynastie, China. Der Bote hat gesagt, ich würde hier einen Wachen finden. Das muss der richtige Ort sein. Oh, ich darf schon. Okay, wow. Das ging schnell. Alles klar. Hier ist eine Trauerweide. Was sagt er dazu? Angucken. Trauerweiden sollen angeblich dabei helfen, böse Geister fernzuhalten. Okay, ein Löwenwachposten. Diese mythischen Kreaturen sollen das Haus beschützen. Ich habe so ein Gefühl, dass sie heute Nacht vielleicht scheitern werden. Okay, wir wollen einbrechen anscheinend. Glaube ich zumindest. Hier ist ein Wachposten. Wir gucken ihn erstmal an. Das muss der Beamte sein, von dem der Bote gesprochen hat. Na dann sprechen wir doch mal mit dem. Hallo, darf ich rein? Mein Name ist Di Rangji. Rangji? Okay, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Mein Name ist Di Rangji und ich bin der neue untersuchende Magistrat von Peng Lai. Ein Bote wurde mir gesendet vor ungefähr 30 Minuten. Achso, er sagte, er käme vom einheimischen Minister Wang Hua und wäre sein Angestellter. Ich habe das so verstanden, dass ich hier wegen einer dringenden Sache helfen soll. Ah, du bist der neue untersuchende Magistrat. Nun, entschuldige meine Forschheit, aber ich habe niemanden so jungen erwartet. Ihr habt ein gutes Auge. Ich habe erst kürzlich meine Studien in der Hauptstadt vollendet und das hier ist mein erster Job als Magistrat. Aber in meiner Zeit in der Hauptstadt habe ich viel Erfahrung gesammelt und ich war Sekretär in den Imperial Archives oder in den Archiven und Assistent des Imperial Counselors, bevor ich das getan habe. Aber ich glaube, der Minister sagte, er bräuchte mich wirklich dringend. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Natürlich, entschuldigen Sie meine Indiskretion, aber in einer Nacht wie dieser kann man nicht zu vorsichtig sein. Ich bin Sergeant Feng Shenglong, Minister Wangs private Leibwache. Könnte ich bitte einen Beweis für deinen Titel sehen? Ja, ein Beweis. Ah, ich habe hier ein Inventar. Und ich habe hier ein Schriftstück, ein imperiales Schriftstück. Na, wenn das mal nichts hilft, bitte sehr. Danke, Magistrat D. Der Minister erwartet dich im Hof, im Innenhof. Okay, na dann. Nichts wie rein. Und mal gucken. Ist das der Magister? Wahrscheinlich. Steht zumindest dran. Hier ist ein Brunnen. Den gucke ich mal einmal an. Das muss die Hauptwasserzufuhr von diesem Gebäude hier sein. Der Minister? Das muss der einheimische Minister Wang sein. Ich habe gehört, er wurde vom
Emperor. Oh Gott, was denn Emperor auf Deutsch? Vom Kaiser. Vom Kaiser persönlich. Ja, hat er den Job gekriegt. So. Er ist ein mächtiger Mann. Warum würde er meine Hilfe brauchen und auch noch zu dieser Stunde? Es ist sicher eine Sache von Leben und Tod. Ich fürchte das Schlimmste. Na gut, dann reden wir mal mit ihm. Sie müssen Minister Wong sein. Ah, und du musst Dirangi sein, der neue Magistrat unserer kleinen Küstengegend. Nun, ich wünschte, wir hätten uns unter weniger ernsten Umständen kennengelernt. Nun, ich habe das so verstanden. Sie haben Ihren Posten erst seit 2 Wochen. Oh, Sie, Herr Minister, Sie sind gut informiert. Nun, ich habe gerade erst angefangen, mich in meine neuen Station einzurichten. Das Areal ist noch sehr neu für mich. Ich war bisher eigentlich erst im Militärstützpunkt dieses Gebäude hier. Ich wusste nicht mal, dass es existiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist richtig. Dieses Gebäude wurde erst vor kurzem gebaut und es ist nur für die exklusivsten Gäste unseres Königreichs oder unseres Kaiserreichs. Seine Existenz oder von seiner Existenz wissen nur diejenigen, die es wirklich wissen müssen. Warum muss ich es denn wissen? Oder dann sind wir also nicht allein. Oh, sollen wir jetzt etwa schon Schlussfolgerungen ziehen? Nee, erstmal rausfinden, warum wir hier sind, würde ich sagen. Warum muss ich das denn wissen? Und dann scheint es mir, Sie haben mich in eine sehr privilegierte Position erhoben. Aber warum? Da haben Sie richtig angenommen, junger Magistrat. Nun, ich gebe Ihnen einen Ratschlag. Die Position, von der Sie reden, ist eine gefährliche. Wissen ist schließlich kostbar. Aber sie scheinen mir gut genug. In Ordnung. Ich werde beim Anfang starten. Wie Sie wissen, ist dieses Distrikt ein Nachbar der Küstenregion und die koreanische Marine ist so eine konstante Bedrohung für uns. Ich wurde hierher geschickt und damit beauftragt, geheime Verhandlungen mit meinem koreanischen Counterpart, Ambassador Choi, durchzuführen. Der Kaiser selbst hat mir den Auftrag gegeben, seinen Vorschlag für einen Grenzaustausch vorzubringen. Ein Schachzug, der ihm vermutlich helfen würde, den wieder Haltung oder wieder Zuspruch vom Court und vom Königreich zu bekommen. Ich brauche Ihnen kaum erzählen, dass es Fraktionen gibt, die nichts lieber sehen würden, als wie unser Kaiser nun scheitert. Wer bedroht den Kaiser? Ist der Kaiser in Schwierigkeiten? Oder der Kaiser ist ein... ich weiß nicht genau, was Reverend ist. Wahrscheinlich sowas wie, ne, viele neidische Blicke fallen auf ihn. Ich würde sagen, wir werden direkt konkret, oder? Wer bedroht denn den Kaiser? Dieses Königreich ist ein... Aber dieses Königreich blüht doch gerade auf. Wer würde es wagen, den Kaiser... sich gegen den Kaiser zu stellen? Nun, der imperiale Court ist voller Neider, die nur auf ihre Chance warten, zuzuschlagen. Und deswegen ist diese Verhandlung mehr als einfache diplomatische Kalkulation. Es ist symbolisch und der symbolische Wert ist
unermessbar. Der Kaiser muss nun Stärke zeigen, mehr als je zuvor, und ich fürchte, dass seine Herrschaft schlecht enden könnte. Oh, okay, wir können weiterfragen. Na dann, ist der Kaiser denn in Schwierigkeiten? Deuten Sie gerade an, dass die Feinde des Kaisers schon Pläne haben? Oh, ich habe gar keine Zweifel. Wenn 30 Jahre im imperialen Court mich eins gelehrt haben, dann, dass der Kaiser niemals wirklich ruhen kann. Nacht für Nacht liegt er wach und erwartet den nächsten Schatten. Seine Feinde sind unzählbar und sie geben niemals auf. Okay, letzte Auswahl. Mein Vater hat unter ihrer Majestät gedient. Er ist wirklich fähig und er wird vom Volk geliebt. Nun, ihr Vater hat einem jungen Mann gedient. Heute ist der Kaiser alt und er hat viel durchgemacht. Er ist nur noch ein Schatten von seinem einstigen Selbst. Und wenn seine Gesundheit nachlässt, nun, der Einfluss seiner Frau Wu Setian wächst und sein Ansehen sinkt, Konsort Wu wird, ja, oder kriegt hinter den Vorhängen immer mehr Macht. Und was ist Ihre Rolle, Minister Wang? Wo stehen Sie? Vor ungefähr 5 Monaten, da habe ich das Leben eines Offiziellen, der sich zur Ruhe gesetzt hat, genossen. Aber wer kann dem Kaiser schon widersprechen? Er brauchte einen Außenstehenden wie mich für diesen Job. Einen loyalen Mann, der wahrscheinlich nicht von bösen Mächten beeinflusst wird. Und doch stehe ich hier, heute Nacht, und sehe tollpatschig aus am Boden dieses Gebäudes. Vielleicht könnt ihr mich retten. Nun, kommt mit mir. Momente später am anderen Ende des Gebäudes. Oh! Warte, was? Nun, der Mann, den Sie da vor sich sehen, ist Choi Yong-yong, der koreanische... das ist ein koreanisches Gegenstück, ne? Das ist der koreanische Außenminister von... ja, für China halt. Okay, ich verstehe. Also ich hoffe, ihr konntet dem allen gut folgen. Mit der Übersetzung war es ein bisschen wackelig. Aber... das ist ja jetzt richtig schlecht, wenn das rauskommt, dass der koreanische Außenminister gekommen ist für wichtige und sehr sensible Verhandlungen, die unbedingt klappen müssen. Und jetzt ist er tot, ne? Heute sollte eigentlich ein Tag des Triumphes werden. Aber nun, das Schicksal hat so die Art, das Kartenspiel neu durchzumischen, gerade als du geglaubt hast, du hättest dein eigenes Schicksal erkannt. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Außenminister Choi und ich hatten uns hier seit Wochen schon heimlich getroffen. Unsere Arbeit an dem, an der Vereinbarung war fast komplett. Und dieses Treffen heute Abend sollte die Dokumente finalisieren. Es hat unschuldig angefangen. Choi und sein Leibwächter sind wie immer so gegen Abend angekommen. Nach einem leichten Essen haben wir angefangen, uns über Geschäfte zu unterhalten. Wir haben etwas Jasmintee getrunken, genau wie viele Male vorher schon auch. Doch dann, es ist ein schreckliches Durcheinander. Ich erinnere mich, dass ich auf einmal sehr schwindelte. Und Momente später
bemerkte ich, wie mein Kopf auf einmal auf dem Tisch lag, meine Augen geschlossen waren und ich sie nicht wieder öffnen konnte. Und als ich aufwachte, fühlte es sich an, als hätte ich stundenlang geschlafen. Jemand muss das doch beobachtet haben. Das war meine Hoffnung, doch als ich die anderen befragte, hatten sie alle dieselbe Antwort. Alle sagten sie, sie wären ohnmächtig gewesen. Ah, okay, das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Der Übeltäter, wenn er alle ohnmächtig macht, bevor er zuschlägt, kann er danach natürlich auch einfach sagen, ja, ich war halt auch ohnmächtig, so wie alle anderen. Niemand kann beweisen, dass er wirklich ohnmächtig war, niemand hat Zeugen, weil es ist ja alles geschehen, bevor irgendwas passiert ist. Schwierig, schwierig. Das wird unsere Befragungen sehr kompliziert machen. Und Joy? Er war fort. Niemand wusste, was mit ihm geschehen war. Also habe ich sofort angeordnet, dass nach ihm gesucht werden sollte, auf dem gesamten Grundstück. Wir haben überall gesucht und es war schließlich sein Leibwächter, der ihn hier gefunden hat, kaltblütig ermordet. Nun, offenbar hatte der Außenminister vorher noch kommentiert, wie friedlich dieser Wasserfall für ihn war. Wie ironisch oder wie tragisch? Also ich möchte jetzt nicht taktlos erscheinen. Ich glaube, ich persönlich würde eher sagen, wie ironisch. Wenn man die ganze Zeit sagt, boah, was ein friedlicher Wasserfall, ich liebe ihn, und dann wird man kaltblütig ermordet. Das ist schon ironisch, aber ich glaube, der Situation angemessener wäre es wahrscheinlich zu sagen, wie tragisch. Wie tragisch. Es ist schwer, die Aura dieses Ortes zu ignorieren. Möge er in Frieden ruhen. Lassen Sie mich Sie daran erinnern, dass wenn wir keine vernünftige Erklärung für den Tod des Außenministers finden, dann könnten die Ereignisse des heutigen Abends einen Spalt zwischen die zwei Nationen ziehen, den keine Diplomatie mehr schließen könnte. Deswegen müssen Sie diesen Fall heute Nacht lösen, oder die Konsequenzen wären grauenvoll für alle von uns. Ja, aber natürlich. Ich werde meine Untersuchungen sofort starten. Wurde irgendwem gestattet, das Gelände zu verlassen? Nein, ich habe allen geordnet, dass alle hier bleiben müssen, bis diese Sache geklärt ist. Ich selber bin zu einem in der Nähe liegenden militärischen Außenposten gewandert und habe einen Boten geschickt, sie zu holen. Abgesehen davon wurde niemandem erlaubt, dieses abgegitterte oder eingezäunte Gelände zu verlassen. Sehr gut. Ich werde jede Person interviewen und das Areal nach Hinweisen absuchen. Okay, wir haben unseren ersten Fall bekommen. Es gab sogar einen kleinen Erfolg dafür. Minister Wang Hua und der Außenminister Choi. Hier ist eine benutzte Kerze. Okay, interessant. Das sieht aus wie eine fast runtergebrannte Kerze. Die nehmen wir direkt mal mit. Ein wichtiger Hinweis, eventuell, ne? Oder wir brauchen es später für irgendwas. Hier ist eine Kappe. Es sieht aus wie ein Hut. Ja, genau, dachte ich mir. Halt so eine Kappe, die wie die auf dem Kopf tragen. Auch mitnehmen. Diese blutige Mütze gehörte dem Außenminister. So nehmen wir zumindest an. Okay, und können wir den Außenminister auch nochmal untersuchen? Sein Körper ist zum Teil unter Wasser. Wenn irgendwelche Spuren existiert haben, wurden sie wahrscheinlich weggespült. Okay, die Tragik von Leuten, die im Wasser landen, ne? Aber eventuell auch ein schlauer Schachzug des Mörders, man weiß nie. Können wir ihn untersuchen? Ich werde nicht in der Lage sein, eine Autopsie zu machen. Also werde ich ihn wohl einfach nur sorgfältig untersuchen müssen. Ah, okay, also im Sinne von, er kann ihn nicht mit in irgendeine Krankenstation nehmen. Sein Kopf, sein Torso, seine Arme, seine Beine. Ja, wir fangen einfach mal oben an, würde ich sagen. Erstmal den Kopf. Okay, sein Hinterkopf wurde von einem schmalen Gegenstand eingeschlagen. Wahrscheinlich hat ihn das sofort getötet.
Okay, also wir wissen auch, es war auf jeden Fall Mord. Wir können nicht einfach sagen, ja, Unfälle passieren halt, ne? Mist. Sein Torso? Da ist etwas unter seinem Unterhemd gestopft worden. Es ist ein seidenes Taschentuch mit dem Siegel des Außenministers darauf. Okay, es wurde dem Inventar hinzugefügt, sehr gut, an seinen Arm. Es gibt keine Spuren der Abwehr oder eines Kampfes. Könnte es sein, dass er seinen Angreifer kannte? Okay, er hat nicht zurückgekämpft. Und es war ja auch auf den Hinterkopf eventuell, ne? Das heißt, vielleicht hat er ihm einfach von hinten ganz schnell einen übergezogen. Oder natürlich, auch der Außenminister wurde betäubt, ne? Wenn jetzt zum Beispiel der Tee vergiftet war und jemand, der schon schläft, kann man ja leichter K.O. hauen, ne? Oder halt umbringen. So, seine Beine? Ein paar Fußspuren sind noch sichtbar am Rande des Wassers. Es scheint, als hätte er seinen Angreifer nicht gesehen, als es geschehen ist. Also als hätte er ihm den Rücken zugekehrt. Zusammenfassung? Die Wunde am Kopf war tödlich. Aber warum hat er seinen Mörder nicht angeguckt? Ich muss die Mordwaffe finden. Es könnte sein, dass er bedroht oder hierher getragen würde. Aber es scheint, als wäre der Außenminister freiwillig gekommen. Aber warum? Vielleicht kannte er den Mörder. Ah, freiwillig hergelaufen. Ich könnte mir natürlich vorstellen, ich verdächtige den Leibwächter. Gerade so ein bisschen. Weil, wenn ich mir vorstelle, du bist gerade so in Verhandlungen, ne? Und er ist selber hierher gelaufen. Das heißt, er muss mitgekriegt haben, wie alle vergiftet wurden oder wie alle in Ohnmacht gefallen sind. Und was würde ich machen, wenn ich in Verhandlungen bin in einem fremden Land und alle werden auf einmal ohnmächtig? Dann wäre ich auf jeden Fall sehr... Also die Wahrscheinlichkeit wäre hoch, dass wenn mein Leibwächter dann sagt, oh nein, Gefahr, lass uns schnell hier abhauen, hier ist ein Angriff, passiert gerade, ich bringe sie in Sicherheit, ne, dann wäre ich dem auf jeden Fall sehr ausgeliefert. Also so könnte ich mir vorstellen, dass das passiert ist, weil wie reagiert man denn darauf, dass alle ohnmächtig werden auf einmal? Ist ja nicht normal. Okay, wir müssen die Mordwaffe finden. Könnte natürlich sein, dass die hier noch irgendwo ist. Wir können auch zurückgehen zum Wasserfall. Wir könnten nochmal mit dem Minister reden. Ich gucke den erstmal an. Sein Blick ist ganz fixiert auf den toten Körper des Außenministers. Er trägt immer noch Unglauben in seinen Augen. Kann ich nochmal mit ihm reden? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Oh, okay. Alles klar. Wir haben sehr viele Sachen, die wir besprechen können. Warum habt ihr nach mir gefragt? Nun, Sie sind der untersuchende Magistrat dieses Distrikts, also sind Sie verantwortlich für alle Dinge von Recht und Gesetz, die in diesen Grenzen stattfinden. Sie sind der Richter, die Geschworenen, der Vollstrecker und der Detektiv. Und nun, diese Meetings waren ja sehr geheim, also könnten Sie allein diesen Fall lösen und, ja, untersuchen. Nun, jedenfalls hoffe ich zum Himmel, dass Sie das tun. Wer war noch hier auf dem Gelände? Können Sie mir mehr darüber erzählen, wer alles auf diesem Gelände war? Nun, also dieses Gelände hat ein kleines Haus, einen privaten Garten und der Wasserfall umgibt das Ganze. Wenn das Haus gerade benutzt wird, dann kümmert sich drei Bedienstete darum. Ein Haussteward, also ein, boah, ist denn ein Steward? Ein Haussteward. Halt, oder so ein, der sich Hausdame sagt man, glaube ich, aber ich weiß nicht, was die männliche Form davon ist. Hausmann? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, ja, genau. Also jemand, der sich um das Haus kümmert, ein Koch und eine Putzkraft.
der Außenminister und ich haben jeder einen privaten Leibwächter, der zu jedem Zeitpunkt an unserer Seite ist. Wo sind Sie jetzt? Nun, Sie haben meine Leibwachte am vorderen Tor getroffen. Die Wache des Außenministers steht außerhalb genau dieser Höhle. Der Hausangestellte versucht, sich beschäftigt zu halten im Innenhof, und sie werden den Koch und die Putzkraft im Haus finden. Wie wurden sie... Ich überlege gerade, ne? Wenn es jetzt wirklich der Leibwächter war, bleiben wir mal bei dieser Theorie. Das wäre ja auch richtig smart, wenn man jetzt seinen Herrn umbringen möchte, ne? Nehmen wir mal an. Das zu machen während so einer diplomatischen... Na wobei, eigentlich, da muss ja mehr dahinter gesteckt haben, ne? Er war nicht nur sauer, das muss irgendwas damit zu tun haben, dass die wollen, dass der Kaiser scheitert, dass diese Verhandlungen scheitern. Und ja, es wurde ja angedeutet, das könnte für Krieg zwischen den Nationen sorgen, ne, unter Umständen, dieser Vorfall hier. Irgendwer muss das wollen. Also da steckt auf jeden Fall ein hohes politisches Motiv dahinter. Wäre zumindest das Einzige, was Sinn ergeben würde, ne? Weil das nimmt man ja an, dass das jetzt passiert, wenn sie keine gute Erklärung finden. Wie sind sie ohnmächtig geworden? Nun, ich nehme an, es war irgendeine Droge. Zuerst dachte ich, es war vielleicht im Essen, aber nun, das Essen wurde ja nur dem Außenminister und mir serviert. Es wäre schwer zu erklären, wie alle anderen ebenfalls ohnmächtig wurden. Nachdem ich aufwachte, habe ich die Kerzen untersucht, die angezündet wurden, und es scheint, als hätten wir ungefähr eine halbe Stunde ohnmächtig dagelegen. Ah, danach zu sehen, wie weit die Kerze runtergebrannt ist. Das ist smart, ne? Dass er das auch so gut einschätzen kann. Obwohl ich glaube, man hat sowas tatsächlich als Uhren benutzt zum Teil. So Kerzen, ne? Mit Markierungen. Das Unglaubliche ist, wenn alle die Wahrheit sagen, dann ist jeder in diesem Haus ungefähr zur gleichen Zeit ohnmächtig geworden. Als ich als Sekretär in den imperialen Archiven gearbeitet habe, da habe ich einst von einem Fall gelesen, in dem ein mächtiges Schlafgas in einen geschlossenen Raum geleitet wurde. Alle dort drin wurden Minuten später ohnmächtig. Wenn das, was Sie sagen, wahr ist, dann ist es gut möglich, dass eine ähnliche Methode hier verwendet wurde. Oh, jetzt würde ich das sagen. Zur Abendessenzeit waren tatsächlich alle Türen und Fenster geschlossen. Schlafgas, sagt er. Aber ich überlege jetzt. Weil der Mörder muss es ja rein und raus geschafft haben. Mit dem Mordopfer, ohne dass er selber ohnmächtig geworden wäre. Jetzt könnte es natürlich sein, dass der Mörder nicht in dem Raum war, hat dann alle da drin, halt hat dann das Gas reingefüllt, ne, alle sind ohnmächtig geworden, dann ist er irgendwie mit einem Tuch vorm Mund oder mit einer Maske oder so rein, hat den Außenminister rausgeholt, der ist dann durch die frische Luft auch wieder aufgewacht. Und dann mit ihm hierher gelaufen und hat sich umbringen lassen, da sehe ich irgendwie Lücken. Das ergibt nicht so mega viel Sinn, finde ich. Also wer weiß, es könnte schon sein, aber ne, da sind auf jeden Fall Löcher in der Geschichte. Ist Ihnen irgendwas Seltsames aufgefallen? Was ist geschehen, bevor Sie ohnmächtig wurden? Haben Sie irgendwas Ungewöhnliches bemerkt? Ich habe die Ereignisse des Abends vor Ihrem Erscheinen wieder und wieder in meinem Kopf durchgespielt, doch mir fällt einfach nichts Verdächtiges ein. Waren Sie der Erste, der wieder erwacht ist? Oh nein, der Hausangestellte und Choice Leibwächter waren bereits wach. Sie sagten, dass Sie selber nur Momente vorher erwacht waren, und die anderen wachten auch Momente, nachdem ich es tat, auf. Okay, wer wusste von diesem Treffen? Wer wusste von diesem Geheimtreffen? Nun, aus offensichtlichen Gründen
Haben alle Leute, die heute hier sind, einen gewissen Grad an Wissen über die Treffen selber. Aber der Kaiser selbst ist der Einzige, der wirklich weiß, worüber der Außenminister und ich hier gesprochen haben. Die Verhandlungen und Papiere sollten erst publiziert werden, nachdem wir sie finalisiert hatten. Doch anscheinend waren wir nicht vorsichtig genug. Was ist so wichtig an diesen Verhandlungen? Unsere Arbeit hier hätte Dekaden an guten Beziehungen zwischen den beiden Nationen nach sich gezogen. Was denken Sie, wer davon am meisten profitieren würde? Die Koreaner? Nein, sie haben nicht den Magen für Krieg gegen unser Kaiserreich. Machen Sie keinen Fehler. Der Kaiser selbst ist der Einzige, der am meisten von diesem, ja, von dieser Vereinbarung bekommen hätte. Er hätte dann die Herzen und Gedanken der Leute nochmal eingefangen. Also er hätte, ne, dafür gesorgt, dass er beliebt wäre. Und das zum Ende seiner Amtszeit. Aber er wird auch derjenige sein, der am meisten bezahlen muss, wenn das hier fehlschlägt. Wie Geier, die eine schwache Beute umkreisen, werden seine Feinde diesen Vorfall nutzen. Glauben Sie meinen Worten. Sie haben viel zu lernen, junger Magistrat. Wir leben in unsicheren Zeiten und wir alle müssen unseren Beitrag leisten, um das Kaiserreich zu sichern oder eben an seinem Untergang teilzuhaben. Haben Sie irgendwelche Verdächtigen? Haben Sie irgendwelchen Grund, irgendwen hier zu verdächtigen? Oh, ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass ich das tue, aber mein Wissen, also nach meinem Wissen, hatte niemand hier ein Motiv, ihn umzubringen. Okay, alles klar. Ich werde weiter untersuchen. Ja, das werde ich auf jeden Fall gut. Ich werde im Warteraum sein, wenn Sie mich brauchen. Ah, okay, er geht jetzt auch. Alles klar. Ich frage mich, ob wir hier noch mehr untersuchen können. Aber es sieht nicht so aus. Insofern, ja, wir haben unseren ersten Fall und wir müssen losziehen und Leute befragen und Hinweise suchen, die Mordwaffe finden. Aber all das machen wir dann in der nächsten Folge von Detective D, The Silk Rose Murders. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen und ihr habt einen guten ersten Eindruck. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!